Schloss, 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 Schloss. So, noch eins. Einmal, ne? Also. Greta, bitte hör auf. Ich bin Jens. Ich bin Andreas. Und das ist? Greta. Greta ist unsere Tochter. Wir sind die Papas und Daddys von Greta. Und wir sind sehr froh, dass sie da ist. Und wir eine Familie sind. Greta hat zwei Väter in Deutschland und zwei Mütter in den USA. Eine Leihmutter, die sie ausgetragen hat. Und eine Eimutter, die die Eizellen gespendet hat. Weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist, wurde Greta in Amerika gezeugt. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Familiengründung? Und wie ist ein Kinderleben mit so vielen Elternteilen? Wir begleiten Greta und ihre Familie 7 Jahre lang. Bis es noch einmal Nachwuchs gibt. Wir treffen Jens und Andreas zum ersten Mal 2009 an Gretas erstem Geburtstag. Die kleine Familie lebt in Essen. Jens ist Unternehmensberater, Andreas plastischer Chirurg. Die beiden haben sich vor rund 20 Jahren kennengelernt. So eine schöne Kennenlernstory bei uns ist ja auch noch, dass wir wirklich am ersten Abend schon darüber gesprochen haben. Also ich ihm sozusagen bei den ersten Checkfragen, gefragt habe, du bist eigentlich mit Kindern bei dir. Was antwortet man denn dann da? Also zumindest hat er ja wohl nichts Falsches gesagt. Ich habe es versucht, wahrheitsgemäß zu beantworten. Ich habe gesagt, dass ich mich praktisch damit noch nicht auseinandergesetzt habe, ich mir das aber sehr wohl vorstellen kann. Also das hat mir offensichtlich gereicht. Guck mal, Greta. Soll man den Vogel mal nehmen? Gemeinsam ein Kind adoptieren, das dürfen homosexuelle Paare in Deutschland nicht. Eine Regenbogenfamilie, in der Lesben und Schwule zusammen Kinder haben, wollten die beiden Männer nicht. Jens kannte aus seiner Studienzeit in Kalifornien aber noch einen anderen Weg, ein Kind zu bekommen. Leihmutterschaft und Eizellenspende. Jens' Partner Andreas war zunächst skeptisch. Ich habe zu Jens gesagt, ich muss mir das angucken, ich muss mit diesen Agenturen sprechen, ich muss diese Leute kennenlernen, ich muss wissen, wie die arbeiten, ich muss wissen, warum Leihmütter sowas machen, ich muss wissen, wie Kinder groß werden, die das als Entstehungsgeschichte haben. Zwei Jahre lang prüfen die beiden Männer Kinderwunschagenturen in den USA. Sie befragen auch amerikanische Paare, die auf diesem Weg Kinder bekommen haben. Online suchen sie nach Leihmüttern und Eizellspenderinnen für ihr erstes Kind. Jede Frau hat dort ein Profil mit Lebenslauf, Krankheitsgeschichte und Stammbaum. Eizellspenderin und Leihmutter dürfen nicht dieselbe Person sein. Sonst könnte es passieren, dass die Mutter ihr leibliches Kind nach der Geburt nicht abgeben will. Jens und Andreas entscheiden sich schließlich für die Eizellspenderin Rose aus San Diego. Leihmutter soll Heidi aus Minneapolis sein. Rose bekommt am Ende etwa $15.000 für ihre Eizellen. Leihmutter Heidi etwa $30.000 für ihren Bauch. Dazu kommen Kosten für Ärzte, die Agentur, Anwälte und Reisen. Insgesamt wird ihr künftiges Kind rund 100.000 Euro kosten. Jens und Andreas nehmen für Greta einen Kredit auf. Also wenn man ein Auto für 100.000 Euro kauft, dann ist das kein Problem. Aber an Menschen zu finanzieren, das ist nicht vorgesehen. Wir haben ja zeitgleich zu der Planung von Greta, wenn man so will, haben wir das Haus geplant. Und wir haben Greta sozusagen über die Hausfinanzierung laufen lassen. Und sie ist praktisch als Mobiliar des Hauses ist sie sozusagen in die Bilanz eingegangen. Und ja, das hat die Bank so akzeptiert.
sehr offen, sehr persönlich. Juni 2009. Der Tag von Gretas Taufe, kurz nach ihrem ersten Geburtstag. Es ist die erste große Familienfeier. Manche haben Probleme mit der Entstehungsgeschichte Gretas. So auch Andreas Schwägerin Andrea. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, hoffentlich klappt es nicht. Ja, muss ich ehrlich sagen, weil ich selber habe halt zwei Kinder. Und es ist halt so, dass schon es die Natur so gewollt hat, dass ein Kind Vater und Mutter hat. Und von der Seite. Also es ist, denke ich, besser, wenn man beide Seiten halt hat zum Großwerden. Es gibt da ja einige Studien, also insbesondere natürlich aus den USA kommen, die eben ganz klar belegen, dass Kinder, die in homosexuellen Familien aufwachsen, in keiner Weise entwicklungsgemindert sind, sondern eher sich in bestimmten Eigenschaften positiv von ihren Altersgenossen unterscheiden, die in normalen Familien aufwachsen. Die Mutter hat es immer super gut unterstützt in jeder Hinsicht. Ja. Also es war immer voller Support da und Signal, ich freue mich total darüber und ihr müsst es unbedingt machen. Also es war einfach sehr schön. Ja, genau. Deswegen sage ich ja, das Zweite muss kommen, egal wie. Das muss oh je. Ja, jetzt haben wir uns was eingebaut. Schon relativ bald nach Gretas Geburt wollen Jens und Andreas ein zweites Kind. Im Oktober 2010, rund 1,5 Jahre nach Gretas Taufe, reist die kleine Familie deshalb nach Kalifornien. In San Diego möchten Jens und Andreas Rose treffen. Sie hat die Eizellen für Greta gespendet und soll auch die biologische Mutter des zweiten Kindes werden. Es wird das erste Mal sein, dass Greta ihre leibliche Mutter trifft. Sorry. Entschuldigung, wir haben uns total verfahren. Er hat sich verfahren. Schön, euch wiederzusehen. Das Karussell ist natürlich ein perfekter Treffpunkt. Greta hat die ganze Zeit gefragt, wo ist Rose? Da ist Rose. Und schau, da ist ein Karussell. Sie liebt Karussells. Sie hat hier ein Bild gemalt. Oh mein Gott, das ist aber schön. Sie hat es gemalt und gesagt, das ist Rose. Meine Nase ist perfekt getroffen und meine Augen auch. Auch meine Haarfarbe stimmt. Meeting Greta for the first time, it's like wow, there's a little bit of you right there, a little rose. Als ich Greta zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wow, ein kleines Stück von mir, eine kleine Rose. Das war sehr seltsam. Ich finde es lustig, dass meine Familie anscheinend sehr starke Gene hat, die sich durchgesetzt haben. Zum Beispiel hat Greta die Nase meiner Mutter. Ich habe ein Foto von Greta gesehen und festgestellt, dass sie genauso aussieht wie mein Sohn in dem Alter. Also habe ich die Fotos nebeneinander gelegt. Das ist mein Sohn Dylan und das ist Greta. Sie sind da ungefähr gleich alt. Ich konnte nicht glauben, wie ähnlich sie sich sehen. Wir haben uns jemanden gewünscht, der, um das mal ganz platt zu formulieren, der einen guten Charakter hat, der zuverlässig ist, der eine schöne Persönlichkeit mitbringt und dass Rose dann natürlich noch zusätzlich eine attraktive Frau ist, hat es jetzt nicht schwerer gemacht, uns für sie zu entscheiden. Ne? Also bei mir war schon auch noch der Aspekt, dass ich jetzt daran interessiert gewesen bin, so ein bisschen was Exotischeres reinzubringen, aber aus heutiger Sicht spielt es eigentlich keine Rolle mehr. Damals war es für mich wichtig, jemanden auszuwählen, der sozusagen nicht so blond und blauäugig ist. Ja, ein bisschen der Gegenentwurf zu uns war. Für sie war ich einfach irgendjemand, mit dem ihre Väter sich getroffen haben. Nicht anders als jede andere Freundin. Ich bin nicht traurig, dass es zwischen Greta und mir keine Bindung gibt. Und ich hatte ihr gegenüber keine Muttergefühle. Ich war auf diesen Moment vorbereitet. Ich wollte Jens und Andreas ein Geschenk machen. Und wenn man jemandem etwas schenkt, will man es nicht zurück. Rose arbeitet bei der Kinderwunschagentur A Perfect Match.
Dort betreut sie das Leihmutterprogramm. Sie hat schon mehrmals Eizellen gespendet und war auch schon selbst Leihmutter. Das war meine erste Leihmutterschaft. Da habe ich Zwillinge entbunden, zwei Jungs. Es war ein wundervolles Erlebnis. Mit den Eltern bin ich gut befreundet. Bei meiner zweiten Leihmutterschaft habe ich ein Mädchen bekommen, das einzige bisher. Die anderen waren alle Jungs. Und das war meine letzte Leihmutterschaft, wieder Zwillinge. Die sind gerade vier geworden. Und jetzt bin ich zum vierten Mal Leihmutter. Der Geburtstermin ist im April. Natürlich ist die finanzielle Entschädigung hilfreich. Ich habe das ganze Geld, das ich für meine Leihmutterschaften bekommen habe, auf ein Sparkonto getan. Ich bin nicht aus finanzieller Not Leihmutter geworden. Es hat mich einfach fasziniert, dass es sowas gibt, dass man als Frau Familien auf diese Weise helfen kann, mit einer Eizelle oder als Leihmutter. So. Perfect match. A perfect match. Eggdonation and surrogacy services. Ja, dann sind wir da. Rose soll Andreas und Jens auch beim zweiten Kind helfen. Heute stellt sie den beiden eine neue Leihmutter namens Selina vor. Gretas Leihmutter Heidi steht diesmal nicht zur Verfügung. Nach Gretas Geburt hatten Jens und Andreas unbenutzte Embryonen übrig und einfrieren lassen. Sie könnten nun Selina eingesetzt werden. It's kind of sounds. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber für mich ist das Gefühl total wichtig, die Energie, die ich spüre. Und ganz ehrlich, euch habe ich gleich, als ich reinkam, gemocht. Ich möchte, dass ihr bei der Entbindung dabei seid, wenn ihr könnt. Dann hat auch mein Mann weniger Stress. Denn dann muss er nicht Fotos machen und gleichzeitig meine Hand halten. Ich habe es als ein bisschen schwierig empfunden, weil es jetzt das zweite Mal ist und weil wir zu Heidi, zu unserer ersten Leihmutter, halt wirklich dieses sehr spezielle Verhältnis hatten. Ich habe dann sofort angefangen zu vergleichen, habe dann geguckt, ja, passt das jetzt genauso? Und natürlich passiert das dann nicht genauso. Also es hat dann jetzt nicht sofort gefunkt, also bei mir zumindest nicht. Thank you very much. Vielen Dank. Die anfänglichen Zweifel zerstreuen sich bald. Die beiden versuchen es mit Selina. Zwei Embryonen, wieder einer von Andreas und einer von Jens, werden aufgetaut und Selina eingesetzt. Zurück in Deutschland heißt es, warten. Und dann die Enttäuschung. Kein Embryo hat sich eingenistet. Selina ist nicht schwanger. Wir waren sehr traurig, aber wir wussten natürlich auch, dass bei eingefrorenen Embryos die Wahrscheinlichkeit, dass es eine erfolgreiche Schwangerschaft gibt, nicht so hoch ist wie bei, bei frischen Embryos. Aber ich würde sagen, es hat dann schon eine Zeit lang gedauert, dass wir dann nochmal neue Kraft gefunden haben oder neuen Mut gefasst waren, das dann nochmal zu versuchen. Sie finden die Kraft erst 3 Jahre später. Greta ist mittlerweile 5 Jahre alt. Nach dem gescheiterten Versuch von 2010 sind keine Embryonen mehr übrig. Rose muss neue Eizellen spenden. Denn Jens und Andreas wollen ein echtes Halbgeschwister für Greta. Im September 2013 reist die Familie deshalb erneut nach San Diego. Auch dieses Mal werden Andreas und Jens eine Leihmutter treffen, die ihnen Rose vermittelt hat. Wenn alles gut geht, wird auf dieser Reise ein Kind gezeugt. In einem Reagenzglas. Doch welcher der beiden Männer soll den Samen spenden? Jens und Andreas haben vereinbart, der Vater des ersten Kindes lässt dem anderen den Vortritt für das zweite Kind. Doch wer von beiden ist der Vater von Greta? Im Falle von Greta wussten wir ja lange nicht, wer der Vater war, wer der biologische Vater war. Wir haben ja in ihrem Fall jeweils einen befruchteten Embryo von Andreas und einen von mir eingesetzt. Und es ist dann eben ein Kind rausgekommen. Im Augenblick der Geburt habe ich schon Andreas gesehen. Ich habe also praktisch, Andreas ist geboren worden. Also es war wirklich fast bizarr. Ja. Es war halt so ein bisschen absurd, weil alle das irgendwie so vor sich her posaunten und ich das so
im Stillen, wie das so meine Art ist, immer auch so für mich nicht so richtig gesehen habe. Also ich habe immer gesagt, das wissen wir erst, wenn wir es wissen. 3 Jahre nach Gretas Geburt machen die beiden einen Vaterschaftstest. Mit überraschendem Ergebnis. Der Vater von Greta ist Jens. Und nicht, wie alle dachten, Andreas. Aber es hat jetzt mein Verhältnis zu Greta überhaupt nicht verändert. Also im Gegenteil, es hat es vielleicht sogar eher noch etwas intensiviert, wobei auch das so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. Und ja, wie es jetzt beim zweiten Kind ist, dass dann eben Andreas biologisches Kind sein wird, das weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es auch genauso mein Kind sein wird. Und das macht die Beziehung nicht enger oder weniger eng. Es ist aber so eine gewisse Natürlichkeit einfach nochmal, die sich einstellt. Und es ist einfach nochmal eine Facette. Heute kommt das erste Mal die Susan zu uns. Also die Leihmutter fürs zweite Baby und die Rose haben wir auch mit eingeladen. Und wen die Susan jetzt noch mitbringt, das wissen wir nicht. Also zur Wahl stehen ja ihr Mutter Mann. Ist auch noch meine Mutter. Genau, die Rose ist ja ihre Mutter, also ihre leibliche Mutter. Denn die Susan ist von dem Baby die Mutter und die Rose von... Ja, die Leihmutter ist es von dem Baby und deine Leihmutter ist ja die Heidi gewesen. In Minneapolis. Aber also die richtige Mutter ist ja die Rose, also die biologische Mutter. Aber ausgetragen hat das Kind ja, hat ja die Heidi, die Greta. Und jetzt das zukünftige Baby, also wo wir noch nicht wissen, wie das klappt. Aber die Hoffnung ist ja, dass die Susan das austrägt. Man versucht das in möglichst einfachen Worten ihr dann zu erklären. Und man merkt dann sehr schnell, ob ihr das an Informationen reicht. Also das ist nicht immer so, dass ihr das reicht. Sie fragt da manchmal noch nach, aber sie holt sich so ihre Portionen an Wissen ab. Wer ist die Rose? Meine Mutter. Ja. Magst du die gerne, die Rose? Mhm. Sollen wir uns auch mal besuchen in Essen? Mhm. Ja oder nein? Oder vielleicht? Ja. Ja? Gut. Also sie sagt es halt so, also sachlich, das ist meine Mutter, aber es ist jetzt nicht diese Mutterrolle, die ist halt nicht da. Also die Eltern sind ja ganz klar, das sind wir, Papa und Daddy, aber diese Mutterrolle, die kennt sie ja in dem Sinne gar nicht. Also die spielen wir ja praktisch. Also einer von uns ist vielleicht eher so die traditionelle, also spielt vielleicht eher so die traditionelle Mutterrolle, wenn du so willst, und der andere eben eher so die Vaterrolle. Letztendlich ist es aber schwer zu sagen, weil es kommt darauf an, dass da zwei Menschen da sind, die ja sich halt komplett auf das Kind einstellen können. Und das ist die Frau, die die Leihmutter für das zweite Kind von Andreas und Jens werden könnte. Wird sie die Richtige sein? Ich bin Susan, 36 Jahre alt, Mutter und Hausfrau. Ich habe einen 12-jährigen Sohn und eine 2-jährige Tochter. Meine 2-Jährige ist ein Energiebündel. Sie ist sehr neugierig, sehr aktiv, sehr sensibel. Sie hat einfach von allem viel. Manche Leute hassen es, schwanger zu sein. Ich liebe es. Ich bin glücklich, dass ich Leben schaffen kann. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, Leihmutter zu sein. Ich will keine weiteren Babys. Also warum nicht jemandem anderen helfen mit etwas, was mir selbst auch Freude bereitet? Willst du die Schildkröte kochen? Auch Susan kam über die Agentur von Rose. Sie musste zahlreiche psychologische und medizinische Tests machen und mindestens ein gesundes Kind zur Welt gebracht haben. Ihre Kompensation? $35.000. That one's green, this one's yellow. For me, it's, you know, it helps me stay with. Durch das Geld kann ich noch ein Jahr lang länger bei Addison bleiben. Und es entlastet meinen Mann, der als einziger Geld verdient. Aber ich verstehe nicht, wie Frauen es nur fürs Geld machen können. Es ist eine Riesensache und da hängt so viel dran. Sowas nur für Geld zu machen, kann ich mir für mich nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass es auch solche Frauen gibt. But I know that they are out there. Got it. And what's this?
Ich vertraue Jens und Andreas und ich denke, dass sie tolle Leute und tolle Eltern sind. Ich würde das nicht für jeden machen. Bei meiner Tochter habe ich mich auf den Moment gefreut, in dem ich mein Baby zum ersten Mal sehe. Bei diesem Baby freue ich mich darauf, wenn sie es zum ersten Mal sehen. Das ist dann die Belohnung am Ende der Reise. Okay. Also es ist tatsächlich so, dass die Entstehungsgeschichte das Außergewöhnliche an unserer Familie ist, dass wir in dieser Entstehungsgeschichte eben auf diese zwei Rollen der Leihmutter eben und der biologischen Mutter angewiesen sind. Sonst könnten wir als zwei Männer ja keine Familie gründen. In Deutschland. Das ist ja das große Problem, dass in Deutschland eben, was die Adoption, jetzt komme ich politisch des Weges, also dass wir nach dem Fall diese wirklich komplett inakzeptable Situation haben, dass uns das Adoptionsrecht verwehrt wird. Insofern ist das die einzige Möglichkeit für uns, eine Familie zu haben, in dem Sinne, dass wir tatsächlich eine volle Elternrolle ausüben. Und nicht als Co-Väter in irgendeiner Konstellation mit einem Frauenpaar, wo wir dann irgendwie im Hintergrund uns unsere Rolle erarbeiten müssen, sondern tatsächlich als vollwertige und auch rechtlich anerkannt vollwertige Eltern. Ja. Dafür gibt es in Deutschland keine Grundlage. Das ist nicht möglich. Und die schaffen wir uns auf diesem Wege. Darf ich nochmal weiter du ausführen? Darfst. Das war jetzt mal ein kurzer politischer Explosion. In der Vorphase, die musste ich einmal bringen. In der Familienentstehungsphase sind wir tatsächlich auf diese zwei Rollen angewiesen. Papa. Ja. Ich komm zu dir. Wie gesagt, der Leihmutter und der biologischen Mutter. Sobald dann das Kind da ist, also mit der Geburt eigentlich, fängt die komplette Normalität an. Einige Familienmitglieder sehen dies jedoch ganz anders. Jens Schwester Kerstin findet es problematisch, dass Greta ohne Mutter aufwächst. Gut möglich, dass Greta sagt, warum bin ich anders als andere Kinder, warum habe ich keine Mutter, die mit mir zusammenlebt. Ich habe zwar zwei Väter, aber ich hätte gerne auch mal eine Mama bei mir. Du wirst immer kompensieren müssen, denn letztlich wünscht sich jedes Kind so aufzuwachsen wie alle anderen. Ein Kind möchte eigentlich nicht etwas Besonderes sein, ein Kind möchte ganz durchschnittlich sein. Denn es ist ja gar nicht auszuschließen, dass es auch Familien gibt, die sagen, ja, das mag ja alles gut und schön sein und das sind ja auch nette Leute und der Haushalt ist in Ordnung. Aber wir wollen trotzdem zum Beispiel nicht, dass unser Kind mit so einem Kind spielt. Und das würde mich sehr traurig machen, weil das ja etwas wäre, was Greta direkt und ganz unverschuldet treffen würde, aufgrund dieser besonderen, von den Eltern gewählten Situation. Umso wichtiger ist es, dass für sie das komplett klar ist, wo sie herkommt, auch wie dieser Wunsch entstanden ist, ein Kind zu haben, also Greta zu haben, und sie komplett mitzunehmen und ihr das komplett transparent zu machen. Also das wäre mein größter Wunsch eigentlich für die Zukunft, dass sie irgendwann sagen kann, das war einfach super klasse, zwei Väter zu haben, die das alles gemacht haben und dass ich jetzt so sein kann, wie ich bin. Oh, hi Susan. Andreas und Jens lassen sich von ihrem Weg nicht abbringen. Heute sollen zum ersten Mal alle zusammenkommen, die Gretas Geschwisterchen auf die Welt bringen wollen. Leihmutter Susan und Eizellspenderin Rose. Daddy Jens und Papa Andreas, der den Samen spenden wird. Je älter Greta wird, desto mehr werden wir sie mit dir vergleichen. Und sie sich selbst auch. Also, wenn sie Schuhe mag, das kommt von mir. Ich weiß, bislang sind es nur 7 oder 8 Eizellen, die wir haben. Aber das war immer so der Durchschnitt bei mir. Und das heißt nicht, dass es nicht klappt. Es hat bisher immer geklappt. Das ist also normal für mich. Aber es gibt ein Sprichwort in der künstlichen Befruchtung. Das heißt, es ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Und du machst gute Qualität. Ja, das wissen wir. Ich wollte das schon lange machen. Und jetzt passt einfach alles. Ich mag die beiden wirklich. Und ich mag Rose. Und ich denke einfach positiv. Was auch immer passiert, passiert. Papa.
Nach dem Treffen steht endgültig fest, dass Andreas und Jens es mit Susan als Leihmutter probieren wollen. Nun fehlt noch der richtige Arzt. Die Agentur vermittelt ihnen Dr. Smotrich. Er ist schon seit 20 Jahren im Kinderwunschgeschäft. Viele Behandlungen, die wir durchführen, sind in anderen Ländern illegal. Deshalb reisen viele hierher. Bei der letzten Zählung hatten wir Babys in 72 verschiedenen Ländern. Ich entscheide nicht, wer Vater oder Mutter wird. Das entscheidet nur Gott. Wir tun aber alles, was in unserer Macht steht, um ihm die Entscheidung zu erleichtern. Bei jedem Embryotransfer sage ich ein Gebet. Und Gott sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist das erste Gebot von Gott an die Menschen. Seid fruchtbar und mehret euch. How are you? Good, how are you? Good. Good to see you. Nice to see you too. How are you doing? Good. Susan und Rose müssen ihre Zyklen synchronisieren. Das bedeutet für beide, wochenlang Hormone nehmen. Bei Rose sollen die Hormone außerdem das Wachstum von möglichst vielen Eizellen anregen. Diese Eizellspenderin ist älter als die meisten Eizellspenderinnen. Wir empfehlen eigentlich, Spenderinnen zu verwenden, die unter 30 sind. Frauen unter 30 haben in der Regel mehr Eizellen und das Risiko von Gendefekten ist geringer. Aber wir halten es in diesem Fall für medizinisch vertretbar, weil sich die Eltern ein echtes Geschwisterchen wünschen. Mit dieser langen Nadel gehen wir durch die Vagina direkt in den Eierstock und saugen die Eizellen ab. Normalerweise produziert jede Frau pro Monat eine Eizelle. Mit Hormonen können es über 30 sein. Je mehr Eizellen, desto mehr Chancen auf erfolgreich befruchtete Embryonen. 7 8. Bis jetzt haben wir 8 Eizellen. Mit der Entnahme sind wir fertig. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass es keine Blutungen gibt. Ich habe mit Smotrich gesprochen, also es sind 8 Eizellen, die entnommen wurden. Und er sagt, es sieht davon eine sehr gute Qualität. Insofern ist der Rest jetzt Schicksal und Biologie. Sie werden die Eizellen jetzt mit den Spermien befruchten und die Eizellen überwachen, während sie sich teilen und zu Babys werden. Im Labor sucht der Embryologe Avi Boats aus Andreas Spermien die besten aus und injiziert sie direkt in die Eizellen. Ich beobachte und analysiere Spermien schon sehr lange. Das hier sieht gut aus, finde ich. Das ist ein starkes Spermium. Ich finde das faszinierend, dass wir aus all den Millionen Spermien das eine auswählen, aus dem das Baby wird. Ob uns das zum Schöpfer macht, weiß ich nicht. Aber wir wählen jedenfalls das Spermium aus, also 50% der DNA des Babys. Also sollten wir sicher gehen, dass wir auch das Richtige auswählen. Jetzt steche ich die Nadel rein, ziehe ein bisschen und da ist das Spermium. Und das bette ich dann hier so rein. So, die erste Eizelle ist befruchtet. In den folgenden Tagen teilen sich die befruchteten Eizellen und werden zu Embryonen. Von ursprünglich 8 Eizellen entwickeln sich 5. Dr. Smotrich rät Jens und Andreas, die Embryonen genetisch auf Erbkrankheiten zu testen. Diese sogenannte Präimplantationsdiagnostik ist in Deutschland verboten. Die beiden entscheiden sich dagegen, denn die Prozedur ist auch mit Risiken verbunden. An Tag 5 nach der Befruchtung setzt Dr. Smotrich 2 Embryonen in Susans Gebärmutter ein. So soll die Chance auf eine Schwangerschaft von 40 auf 75% steigen
Allerdings entstehen dadurch auch in einem von vier Fällen Zwillinge. So I always like to say a prayer now, is that okay? That's okay. And God said, be fruitful and multiply. It's chapter 1, verse 22 of Genesis. Certainly hope and pray we have good news, okay? Me too. Best of luck. Schwanger oder nicht? Nach dem Transfer dauert es etwa 2 Wochen. Dann teilt Dr. Smotrich Susan endlich das Ergebnis mit. Hi, wie geht's Ihnen? Wir haben heute Ihren Schwangerschaftstest gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Ich freue mich sehr für Sie. Ein Embryo hat sich eingenistet, keine Zwillinge. Jens und Andreas erhalten die frohe Nachricht in Deutschland. Und es wird ein Junge. Nun beginnt die Zeit der transatlantischen Schwangerschaftsbegleitung. Verbinden. Hallo. Oh mein Gott, hallo. Schau mal, wer da ist. Wartet, ich schalte mal den Bildschirm um. Okay, könnt ihr was sehen? Ja. Hi, Greta. Hallo, Greta. Okay, wir sehen ihn. Do we? Now he's... Das ist das Gesicht, oder? Ja, das ist der Arm und die Hand. Er versteckt sich. Wow. Gut, da ist das Gesicht, da, siehst du? Und das Köpfchen, da. Mhm. Ja, siehst du? Und da sieht man jetzt die Nase dahinter, das Näschen. Und da ist der Penis. Sie sehen, es ist ein Junge. Es ist immer noch ein Junge, okay. Er sieht aus wie du, Greta. Sieht alles gut aus. 2 Beine, 2 Arme, 1 Kopf. So weit, so gut. Der Name des Babys steht auch schon fest. Henry. Dass Henry jetzt unsere Stimmen nicht so viel gehört hat während der Schwangerschaft, ob das davon abhängt, wie glücklich und zufrieden er sein wird, vielleicht ist es ein Faktor, aber ich glaube nicht, dass es einer der wichtigsten Faktoren sein wird. Die Männerstimme, die der Henry hört, ist die Stimme vom Mann, von der Susan. Auch der wird in irgendeiner Form in unserem Leben eine Rolle spielen, beziehungsweise er wird auch Henry bekannt sein. Susans Mann heißt Alex und ist Monteur. Er hat das Projekt Leihmutterschaft von Anfang an unterstützt. We need to figure out a dinner for her soonish. I think it's dinner time right now. Es war alles viel einfacher, als ich dachte. Really? Wirklich? Oder sagst du das nur so? Okay, der letzte Monat war hart, aber sonst. Ja, aber das waren andere Umstände. Es ist wirklich schnell vergangen. Ja. Wir können es jetzt kaum noch erwarten, dass ich nicht mehr schwanger bin und wir zusammen was trinken gehen können. Und dass ich nicht mehr immer sagen muss, ich bin zu müde. Sie dachte, es würde sehr schwierig werden, mich zu überzeugen. Ich habe gedacht, du würdest Nein sagen. Die Entscheidung war nicht besonders schwer. Sie hat schon eine ganze Weile darüber geredet. Ja, aber mehr im Scherz, so aller, eines Tages werde ich mal Leihmutter. Ja. Ja. Who's in my belly? Wer ist in meinem Bauch? Henry. Und zu wem gehört Henry? Grant and Andreas. That's right. Das stimmt. Wirst du ihn halten? Are you gonna hold him? Yes. Ja. You can't jump in. You gotta get du kannst da drüben here. Nicht reinspringen, Addison. Komm hier rüber. No, that's Nein, da drüben ist es zu tief. Soll Jens dir helfen, Addison?
Ob ich ihnen etwas schulde? Sicher. Ich habe so eine Art Job übernommen. Ich schulde ihnen ein gesundes Baby. Allein schon, weil ich selbst Mutter bin und ein anständiger Mensch. Also tue ich alles, was nötig ist, um ihnen ein gesundes Baby zu schenken. Eine Vertragsgarantie für ein gesundes Baby gibt es logischerweise nicht. Auf der Geburtsurkunde wird neben Andreas auch Jens als Vater stehen. In Deutschland wird ein solches Dokument mittlerweile anerkannt. Susan tritt ihre Elternrechte bereits vor der Geburt ab. Ich bin nicht traurig oder habe das Gefühl, dass mir jemand mein Baby weggenommen hat oder so. Überhaupt nicht. Auf diesen Moment haben wir die ganze Zeit gewartet und nun ist er da. Und jetzt warten wir auf ihn. Susan ist bereits 5 Tage über dem errechneten Termin. Dann geht es endlich los. Es ist jetzt 5:11 Uhr nachts am 24. Juni. Gerade kam der Anruf von Susan, jetzt Hospital fahren. Wir fahren da jetzt hin. Und gucken, was passiert. Ich bin jetzt schon natürlich auch ein bisschen nervös, aber ich bin eher ruhig und auch bedacht darauf, der Susan jetzt tatsächlich beizustehen und der zu helfen. Wir sind jetzt schon ganz schön aufgeregt, richtig aufgeregt, ne? Dass es jetzt losgeht, dass jetzt ein Mensch geboren wird. Das haben wir jetzt ja uns sehr lange überlegt und haben das ja, ganz genau geplant und jetzt ist es halt soweit. Jetzt bekommt die Greta halt ihren, Greta bekommt jetzt ihren Bruder. Das sind die Haare. Your leg, your leg's back. Your leg's back. We're at the other one. Big breath. Come on, bear down. Kommen Sie, drücken Sie für mich, los. Here we go. Hi, hallo. Er ist riesig. Er ist großartig, er ist wunderschön. Are you doing it? No, you're good. Oh my God, he looks amazing. He's beautiful. Back up here. Oh, that really hurt. Das hat echt wehgetan. Goodness. And a little guy. You can have that. Let me take a look. Guck mal da, ganz viele Haare hat er. That stuff off of him. Okay, sure. Am nächsten Tag zu Hause bei Susan. Ist das das Baby, das dich durch den Bauch gekitzelt hat, als Mama dich gehalten hat? Hat er dich getreten?
So, er ist also nicht mehr da drin, sondern er ist jetzt hier. Nicht mehr in Mamas Bauch. Weißt du noch, ich habe gesagt, dass er bald geboren wird und dass du ihn halten wirst. Baby? Oh, he got you. Yeah. We are sort of like a family. Wir sind so eine Art Familie. Wir werden immer ein Teil vom Leben des anderen sein, denke ich. Forever, I would think. Es ist, als würde man das Baby von einem guten Freund im Arm halten. Man hat diese ganze Zeit auf dieses Baby gewartet und man konnte es nicht erwarten zu sehen, wie es aussieht. Und natürlich ist er wunderschön und man darf ihn zurückgeben. You get to give him back. Henry. 2015, 1,5 Jahre später in Essen. Das Mittagessen ist okay. Jetzt ist okay. Aber ich esse nur die Wurst. Ja, du brauchst nur die Wurst essen. Dann ist das besser. Der Henry ist ja ein viel aktiveres Kind, als die Greta jemals war. Also er fängt ja jetzt schon an, sämtliche Schränke auszuräumen. Er hat auch schon mein iPhone kaputt gemacht, iPad. Gestern ist die Brille kaputt gegangen. Also er hat einfach schon viel zerstört. Die Greta hat nie was kaputt gemacht. Also rein darüber sieht man schon, es gibt einen Unterschied ganz klar zwischen den zwei Kindern. Nein. Oh. Oh, gar nicht schlimm. Gar nicht. Das Tolle ist, dass die Kinder jetzt da sind und dass wir wirklich eine Familie sind und dass dieser Familienwahnsinn jetzt unser Leben im Griff hat. Und also das ist immer wieder eine Sache, wo ich auch, wenn ich mal eine ruhige Minute habe und in der Lage bin, einen halben Meter aus mir herauszutreten und mich neben mich zu stellen, wo ich denke, wow. Das ist schon ziemlich irre. Greta geht mittlerweile in die Schule. Bislang stört es die anderen Kinder nicht, dass sie zwei Väter hat. Also ich finde es ein bisschen unfair, dass die anderen die Mütter hier haben. Aber so unfair finde ich es auch nicht. Verliest du die Rose manchmal? Nein, eigentlich nicht. Zu Susan und Rose haben Jens und Andreas noch regelmäßig Kontakt. Susan ist nach Henry noch einmal Leihmutter geworden. Für ein schwules Paar aus San Diego. Zum definitiv letzten Mal, wie sie sagt. Rose hat keine Eizellen mehr gespendet. Zwei Embryonen von ihr und Andreas sind noch übrig. Für den Moment lagern sie in einem Tiefkühltank in San Diego. Ich bin Andreas. Ich bin Greta. Und ich bin Jens und das ist Henry. Und wir sind froh, dass wir eine Familie sind.